Die Krise in der Türkei verschärft sich. Die türkische Lira ist jetzt allein im November nochmal um fast 30% eingebrochen. Sind wir damit jetzt an einem Punkt, wo wir günstig einsteigen können wieder in türkische Aktien und Anleihen? Oder rast die Türkei jetzt wirklich auf eine Katastrophe zu? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Das türkische Innenministerium weist 7 Syrer aus, weil sie in provokanter Weise Bananen gegessen haben. Das kam darum nicht besonders gut an, weil viele Türken sich Bananen jetzt nicht mehr leisten können. Außerdem stehen in Istanbul jetzt 38 Türken vor Gericht, weil sie 2018 in den sozialen Medien verbreitet haben sollen, dass die türkische Lira abstürzen wird, und zwar bis auf 7 bis 10 Lira pro Dollar. Und mal ganz abgesehen davon, was das alles heißt, auch für die türkische Rede- und Meinungsfreiheit, muss man wohl auch sagen, ein Rückgang nur auf 7 bis 10 Lira pro Dollar, das wäre ja noch richtig gut gewesen. Da wären ja alle heute froh. Tatsächlich ist sie inzwischen schon auf 12 Lira pro Dollar gefallen und letzte Woche waren es kurzzeitig sogar über 13. Also ein absolutes Desaster. Ich habe hier auch ein bisschen selber erlebt, was passieren kann, wenn man hier was Kritisches sagt, mal über die Lira und über die türkische Wirtschaftspolitik auch. Seit 2018, seit es diesen Kanal gibt, gibt es auch die Lira-Krise. Und ich habe sie hier immer wieder behandelt. Es gibt für die Türkei sogar hier eine eigene Playlist. Und die Kommentare unter den Videos am Anfang, die waren damals ja teilweise ganz unglaublich. Also Nazi, Rassist, Naivling, Systemling, alles Rotz, alles Lügen, was will man auch erwarten von so einem? Und das Ganze dann immer auch gern gepaart mit dem Hinweis darauf, dass in der Türkei nach wie vor alles super läuft, während in Deutschland die armen Rentner Pfandflaschen sammeln müssen. Letzteres stimmt leider zum Teil, aber ersteres stimmt spätestens jetzt überhaupt nicht mehr. Es ist jetzt auch viel ruhiger geworden mit diesen Kommentaren, weil viele, die damals außer sich waren, auch, dass man die Türkei vermeintlich so schlecht reden kann, die sehen jetzt anscheinend auch, dass es dann ja am Ende noch viel, viel schlimmer gekommen ist, als man damals gedacht hat. Und dabei würde ich eigentlich ja sogar behaupten, ich habe mir relativ viel Mühe gegeben, immer das möglichst fair darzustellen. Ich habe ja auch Verdienste der Erdogan-Regierung hervorgehoben, auch immer wieder. Ich habe versucht, auch die politischen Konflikte, die wir da haben, auch die mal aus der türkischen Perspektive darzustellen. Und ich habe mich ja auch neulich wieder mal verstiegen zu der schamlosen Aussage, was wir uns eigentlich Sorgen machen über die Glaubwürdigkeit der türkischen Notenbankenpolitik, wenn bei uns selber die Inflation hochschnellt und wir haben aber nach wie vor einen Leitzins von 0%. Ich habe also auch positive Aspekte gezeigt. Ich habe auch immer wieder hervorgehoben, es läuft nicht alles schlecht in der Türkei. Und die Krise ist auch nicht unvermeidlich. Man kann das Ruder noch rumreißen. Und trotzdem ist es dann aber doch immer weiter eskaliert und läuft jetzt völlig aus dem Ruder. Eins von meinen Videos damals, das hieß Türkei am Abgrund, Lira-Absturz auf Rekordtief. Und weil sich nichts geändert hat, da dachte ich mir, ich mache mir heute mal den Spaß und nenne das heutige Video ganz genauso. Türkei am Abgrund, Lira-Absturz auf Rekordtief. Täglich grüßt das Murmeltier und in unserem Fall ist das Murmeltier klein, meist angriffslustig und trägt einen Schnurrbart. Bevor es losgeht, nochmal ganz kurz der Hinweis: Morgen kommt von uns ja auch der nächste Zukunftsmärkte-Report raus, zu den Aktien aus dem chinesischen Technologiesektor nach den letzten Quartalszahlen. Wo stehen wir da jetzt bei Alibaba, bei Tencent, bei JD.com und so weiter? Wo gibt es da vielleicht wieder Perspektiven jetzt, nachdem auch diese Aktien jetzt ja wieder relativ günstig zu haben sind? Und die Reports von uns sind immer gratis. Alles, was Sie dafür machen müssen, ist sich einmal einzutragen dafür auf www.zukunft-märkte.de, und der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag.
Das ist die türkische Lira zum Euro auf Sicht von 10 Jahren. Lassen Sie es auf sich wirken. Zum Dollar sieht es ganz ähnlich aus. Das ist dramatisch. Vor 10 Jahren war eine türkische Lira noch 41 Euro Cent wert. Heute sind es nur noch 7 Cent. Ein Wertverfall von über 80% und zum Dollar, da sind es sogar ungefähr 90%. Aber anstatt dass sich das jetzt mal beruhigt auf einem niedrigen Niveau, da wird es immer noch schlimmer. Und das ist jetzt hier eben die Kursentwicklung auf ein Jahr. Wir haben gehabt einen Erholungsversuch im Januar, Februar, aber dann ging es eben auch schon wieder runter. Im Sommer dann stabil und nachdem sie dann im September und Oktober dann eben auch schon wieder gefallen ist, ist sie jetzt im November wieder regelrecht eingebrochen um fast 30% auf ein absolut neues Rekordtief. Und damit kann man sagen, ist die Lage jetzt komplett eskaliert und das heißt in der Türkei jetzt auch wirklich Massenelend. Der Mindestlohn liegt bei 2825 Lira im Monat, davon müssen Millionen leben und jetzt durch den Lira-Verfall sind es eben nur noch so ungefähr 200 Euro. Wenn man so eine Kursentwicklung sieht, dann könnte man ja meinen, die Türkei ist irgendwie so eine Art kaputter Staat oder total unterentwickelt oder überschuldet oder sonst was in die Richtung. Davon kann keine Rede sein. Die Staatsverschuldung liegt bei unter 40% vom Bruttoinlandsprodukt, die ist in Deutschland fast doppelt so hoch. Und die Türkei war ja jetzt auch jahrelang wirklich ein boomendes Land, ein Land, wo was vorangegangen ist, mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten auch. Das ist auch immer noch so. Ist auch mit dem Verdienst natürlich der Erdogan-Regierung. Das einzige Problem, durch dieses starke Wachstum, da war auch die Inflation die ganze Zeit über relativ hoch. Es lief trotzdem ja alles ganz gut. Und das Einzige, das irgendwann mal hätte passieren müssen, das ist, dass die türkische Geldpolitik diese Inflation, diese erhöhte Inflation einfach auch mal zur Kenntnis nimmt und sagt, okay, wir drosseln ein bisschen, wir nehmen jetzt ein bisschen Dampf da mal raus. Das wollten sie aber nicht, wäre ja schade gewesen ums Wachstum. Und 2017, 2018, da ist dann alles eskaliert und die Inflation ist durch die Decke gegangen. Und das Entscheidende war, dass Erdogan sich damals dann aber hingestellt hat und gesagt hat, steigende Zinsen senken die Inflation nicht, sondern sie produzieren erst Inflation. Und darum will er Leitzinserhöhungen bekämpfen. Und seit 2019 hat es dann eben auch schon vier Notenbankenchefs gegeben. Davon sind drei wieder von ihm rausgeschmissen worden, weil sie ihm die Zinsen nicht schnell genug gesenkt haben. Das ist alles, glaube ich, hinlänglich bekannt mittlerweile. Und jetzt gab es aber eben nochmal richtig Panik, weil ja die Inflation jetzt wieder stark steigt. Das tut sie überall, aber in der Türkei steigt sie eben besonders stark. Die Verbraucherpreisinflation im Oktober war bei 19,9% und die Produzentenpreisinflation bei 46%. Und das sind die offiziellen Daten. Es gibt tatsächlich auch immer mehr Leute in der Türkei, die sagen, in Wahrheit ist es am Ende noch höher. Aber die Notenbank reagiert darauf jetzt eben nicht mit einer Straffung, sondern die hat jetzt wieder den Leitzins nochmal gesenkt auf 15% entgegen dem Inflationstrend. Im September war er ja noch bei 19% der Leitzins. Und weitere Zinssenkungen sollen jetzt eben auch folgen. Und darum die Verkaufspanik. Wir können jetzt wunderbar schwadronieren drüber, wie das jetzt vielleicht wirklich ist mit Zinsen und Inflation oder ob die anderen Notenbanken jetzt besser sind als die türkische. Aber Tatsache ist einfach trotzdem, das so zu machen, das war jetzt eben katastrophal falsch. Aber was noch viel schlimmer ist, das ist, dass es in der türkischen Regierung überhaupt keine Lernkurve gibt, weil die Notenbank 2018, da hat sie den Leitzins ja am Ende dann doch erhöht. Sie hat ja damals in den sauren Apfel gebissen, im ersten großen Inflationsschub, hat den Leitzins angehoben auf 24% damals.
Und jetzt hat sie ihn auch wieder angehoben auf 19%. Nur dafür sind die Notenbankenchefs dann eben immer jeweils rausgeflogen. Und dabei hat es beim ersten Mal wunderbar funktioniert. Das ist die Verbraucherpreisinflation die letzten 10 Jahre. 2018 ist die Inflation nach dieser Leitzinserhöhung sofort stark zurückgegangen. Und die Lira hat sich damals auch stark erholt von einem niedrigen Niveau, auch völlig zu Recht. Und damals habe ich ja auch wirklich gehofft, zeitweise, dass sie es damit jetzt geschafft haben, dass das ein Durchbruch ist, hätte man ja auch denken können damals. Aber mir ist völlig unklar, warum man, wenn man diesen Preis damals schon bezahlt hat und die Zinsen angehoben hat, und wenn man dann auch noch sieht, das kommt gut an und es funktioniert, warum man sich genau in dem Moment dann hinstellt und sagt, ha, ihr seid alle reingefallen, es war niemals unsere Absicht, dass wir die Lira wirklich stützen. Die Krise hätte damals, 2018, vorbei sein können und die wirtschaftlichen Kosten dieser Krisenbewältigung, die wären damals viel, viel niedriger gewesen als die, die man jetzt zahlt. Und was die Erdogan-Regierung eben auch nie wirklich begriffen hat, das ist, dass die Lira-Abwertung die Inflation ja noch zusätzlich anheizt, weil sie ja die Importpreise nach oben treibt. Für Öl, für Rohstoffe und für alles. Und die Türkei importiert ja auch sehr viel. Und der Witz ist jetzt ja auch, in den Oktoberdaten, die ich da vorhin genannt habe, da ist ja der letzte Lira-Absturz um fast 30% noch gar nicht mit drin. Das heißt, wir kriegen jetzt sehr wahrscheinlich noch einen zusätzlichen Inflationsschub, womöglich auf über 30% bei den Verbraucherpreisen und über 50% bei den Produzentenpreisen. Und das in der Zeit, in der die Notenbank die Zinsen senkt. Und damit haben wir jetzt wieder einen Teufelskreis, einen absoluten Teufelskreis aus Inflation und Abwertung. Nur, dass das Ganze die Türkei jetzt noch viel, viel härter trifft als 2018, weil ja auch die Lira von ihrem damaligen Tief sich jetzt nochmal halbiert hat. Es hat Dinge gegeben, um die hat man sich schon 2018 große Sorgen gemacht, vor allem die Devisenreserven der Notenbank. 2018 hat sie aber wenigstens noch 30 Milliarden Dollar gehabt an Reserven. Inzwischen hat sie nichts mehr. Beziehungsweise, wenn man die Swap-Geschäfte alle nimmt, die schon stattgefunden haben, dann hat sie negative 30 Milliarden Dollar momentan. Sie hat überhaupt keinen Puffer mehr. Die Emirate springen jetzt wahrscheinlich ein, aber es wird ja auch langsam peinlich. Und in dem Zusammenhang ist es eben auch ein großes, großes Problem, dass sich die türkischen Unternehmen früher so stark verschuldet haben im Ausland. Sie haben eben damals billige Dollarkredite und Eurokredite aufgenommen. Und je mehr die Lira jetzt aber fällt, desto stärker wächst dieser Schuldenberg natürlich. Vor 10 Jahren hat der türkische Privatsektor 7,4% von seinen Umsätzen aufwenden müssen zur Schuldentilgung. Am Ende vom ersten Quartal dieses Jahr waren es aber schon 19,6%, ist mehr als das 2,5-fache. Und seitdem ist die Lira jetzt aber ja nochmal deutlich gefallen. Und Standard & Poor's zum Beispiel, die rechnen damit, dass die nächsten 12 Monate von den türkischen Unternehmen 170 Milliarden Dollar an Auslandsschulden refinanziert werden müssen. Das sind 23% vom Bruttoinlandsprodukt. Und das decken die Reserven niemals ab. Und das wird sehr unangenehm. Auch weil der Tourismus, die Tourismussaison jetzt ja auch abebbt und die Türkei jetzt wieder zurückfallen wird ins Leistungsbilanzdefizit. Und was macht die Regierungskoalition? Sie sagt, der Lira-Absturz ist eine lächerliche Reaktion von den Finanzmärkten. Da muss sie sich aber auch die eigenen Landsleute mal vornehmen. Die sind nämlich auch der Finanzmarkt. Und die haben inzwischen 55% von ihren Einlagen auf Fremdwährungskonten. Und gleichzeitig sagt die Regierung aber auch seit neuestem, dass diese schwache Lira ja gewollt ist. Also sie tritt jetzt die Flucht nach vorn an und das, was man versemmelt hat in der Vergangenheit, das ist jetzt plötzlich das, was man eigentlich schon immer haben wollte. Weil jetzt beginne ja nämlich der Krieg um die wirtschaftliche Unabhängigkeit. Und über die niedrige Lira, da soll jetzt die Türkei wieder wettbewerbsfähig werden. Und wir haben ja schon über die Leistungsbilanz hier ja auch öfter gesprochen. Also da gibt es eine positive Tendenz schon seit ein paar Jahren, vor allem von der Exportseite im Kunststück, wenn die Lira so stark fällt.
Und genau das will man jetzt eben auch offiziell ansteuern. Eine schwache Lira ist jetzt sozusagen das neue Staatsziel. Und das hört sich dann aber natürlich im Umkehrschluss einfach so an, dass man jetzt die Lira überhaupt nicht mehr verteidigen wird. Und bei den Außenständen an Fremdwährungsschulden und bei den niedrigen Devisenreserven, da ist sowas äußerst riskant. Und was noch dazu kommt, ist natürlich, dass es grundsätzlich fatal ist, wenn man seine Exporte nur noch stimulieren will über Abwertung, weil man dadurch natürlich schon jetzt immense Wohlstandsverluste hat in der Türkei und die wird der steigende Export niemals ausgleichen. Und weil die Türkei sowas natürlich auch nicht verdient hat, davon mal abgesehen, weil sie hat ja die letzten Jahrzehnte sich hervorragend entwickelt. Es hat einen großen Produktivitätsschub gegeben, einen großen Modernisierungsschub gegeben und das hat sie nicht verdient, die Türkei, dass sie jetzt in die Steinzeit zurückgebombt wird und dass das neue Geschäftsmodell nur noch das ist, dass man möglichst am Ende noch billiger produziert vielleicht als Indien oder Bangladesch. Ich werde keine Prognose heute drüber abgeben, ob dieser Absturz der Lira und der Absturz natürlich auch von türkischen Anleihen und Aktien, ob das jetzt im Moment eine große Investmentchance ist. Es ist klar, es liegt alles am Boden und der Markt lechzt natürlich auch danach, dass jetzt vielleicht doch irgendein positiver Impuls kommt, regierungsseitig, für die Lira, so wie 2018 vielleicht. Und falls sowas wirklich kommen sollte, dann kann es immer einen schnellen Satz nach oben geben wieder. Aber auf sowas zu setzen jetzt im Moment, das ist für normale Anleger nichts, meiner Meinung nach. Und es geht auch im Moment nicht um die günstigen Bewertungen, sondern es geht jetzt wirklich um systemische Risiken in der Türkei. Inflation, Abwertung, Kapitalflucht und eventuell eben auch Bankbilanzen und das Finanzsystem. Die Politik aktuell, meiner Meinung nach, ist zum Scheitern verurteilt und der Schaden ist schon jetzt so groß, dass ich mir auch nicht vorstellen kann im Moment, dass die momentane Regierung das politisch überlebt, dass sie bei der nächsten Wahl damit noch durchkommt. Die nächste Wahl ist erst in 18 Monaten, aber wenn es so bleibt wie jetzt und alles sieht danach aus, dann schaffen die das nicht nochmal. Und das ist dann vielleicht der Wendepunkt, auch für Anleger. Also Hinweise auf einen kommenden Regierungswechsel, irgendeine neue Regierung, völlig egal welche, Hauptsache ein bisschen Sachverstand in die Richtung. Und wenn sich das abzeichnen sollte, dann kommt vielleicht wirklich eine Erholungsrallye und das wird mit Sicherheit spannend und wir werden das auch beobachten hier natürlich. Und abgesehen davon, die Resthoffnung gibt es natürlich immer, wie gesagt, dass vielleicht auch die jetzige Regierung jetzt noch irgendwas noch macht in die Richtung, dass das Ruder noch rumreißt, wenn der Leidensdruck zu hoch wird. Aber eigentlich ist er eben jetzt schon sehr, sehr hoch. Und so wie sie sich bis jetzt eben auch erst neulich dazu geäußert hat, ist sie offensichtlich fest dazu entschlossen, dass sie den Karren jetzt mit Volldampf an die Wand fährt. Okay. Und damit sind wir auch schon beim heutigen Last-Minute-Weihnachtsgeschenke-Tipp wieder. Helfen Sie doch Erdogan einfach mal auf der Patsche und verschenken Sie einfach mal 2 Wochen Antalya All-Inclusive dieses Weihnachten. Im Moment spottbillig, kostet weniger als bei uns 2 Döner hinterm Baumarkt. Gönnen Sie sich was, sich selbst und Ihrer Familie. Nur, wenn Sie dann da sind, machen Sie nicht den Fehler und essen da in provokanter Weise Bananen. Was mich selber betrifft, ich werde die Türkei wahrscheinlich so schnell nicht mehr besuchen. Leb wohl, schönes Istanbul. Aber ich glaube, bei meinen vielen fröhlichen Videos hier zur Türkei, da kann ich mir das auch erstmal abschminken. Ist sowieso ein bisschen der Fluch, wenn man sowas hat wie den Zukunftsmärkte-Kanal. Man berichtet über ein Land und danach traut man sich dann nicht mehr hin. Und ich glaube, ich fahre nächstes Jahr wirklich mal in Schwarzwald. Da ist auch sehr schön. Und dann, ja, und dann sagen die Leute einem natürlich auch noch, was quatscht der denn hier rum über die Türkei zum Beispiel? Der war ja schon seit Jahren nicht mehr da. Also ich finde, das ist wirklich ein Dilemma und ich finde, Sie könnten das auch wirklich mal ein bisschen mehr würdigen, was ich hier mache auf dem Zukunftsmärkte-Kanal und meinen Kanal vielleicht auch mal abonnieren zum Beispiel. Dabei auch die Glocke drücken, das ist die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind, dann sehen Sie das auch. Würde mich sehr freuen, wenn Sie das tun und zum Dank dafür begrüße ich Sie ja vielleicht demnächst mal hier auch mal mit einem wunderschönen Kirnbacher Bollenhut.
Alles Gute Ihnen. Denken Sie auch noch dran, dass Sie sich noch eintragen schnell für den nächsten Zukunftsmärkte-Report zu den chinesischen Technologieaktien www.zukunfts-märkte.de. Machen Sie es gut. Bis bald. Dankeschön fürs Zuschauen.